Hallo. Spectre Keeper. Fear that I've gotten ahead of myself. Okay, er ist direkt hoch gelaufen. Oh, Zosimos, ein maskierter Mann war da. Und er hat ihn besiegt. Took my koi with him. No! Oh, jetzt, okay, das ist, der nächste Keeper-Kampf. Angst. Scheiße. Wollte erst nochmal, uns buffen und Sachen kaufen und so, naja. There you are, Keeper. I knew you'd get up here eventually, ja? Yeah? Zwei, I've been watching you wander around the sun's palace. Er hat uns beobachtet. Oh, das und auch die Sonne ist da oben. You are too late to prevent the shifting. Okay, ein Shifting. Mhm. Know who you are. Was machst du hier? Weißt du eigentlich, wie sehr wir euren Orden verachten? Er hat was gestartet mit der in der Sonne, was Shifting heißt. Die wird wahrscheinlich dunkel oder so. Behold the power of Zosimos of the Ancient Order of Alchemists. Ja, die wird dunkel. Son, what did you do to it? Told you that your efforts were worthless. Das macht keinen Sinn, was du machst. Ich meine, es ist egal, was du machst. Die Sonne, alles wird dunkel werden, weil die Sonne geschiftet ist. Ah, oh, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Ah. Oh. Level 25. Oh. Och nee, der hat auch so einen Tanky Boy. Okay, der hat drei Monster, die physische Angriffe resisten. Fuck. Wir fangen an. Schneefkiddy. Ghost. Tengulis. Oh, Schneefkiddy und... Ah. Wir müssen einfach hoffen, dass sie nicht genug Schaden machen. Was natürlich bescheuert ist, die machen Ultraschaden, wette ich. Blessing. Genau. Aua. Genau. Alter. Ich glaube, wir sind schon tot, egal was wir machen. Nächste Runde. Mach's mal so. Komm so. Ja, sehr gut. Poison Cloud. Ich hoffe, wir halten noch eine Dings durch. Keiner ist natürlich gepoisoned. What the hell? Ja, Acid Tempest. Mach nicht Acid Tempest. Den Ghoulis ist weg. Ja, jetzt, die halten noch nicht, alle noch nicht genug. Alter. Oh, wen heil ich, scheiße. Muss mich selber heilen. Okay,
Das Auge macht Eis Acid Tempest, also muss ich das weghauen. Aber das resistet natürlich auch physisch. Fuck. Okay, wir müssen hoffen, dass wir kritten. Und das war's, oder? Jetzt noch zweimal Acid Tempest und wir sind, ja. Okay, das war nicht viel Schaden. Wow. Ja, oh nee. Das wird nichts mehr. Wir haben kein alle DDs sind weg. Hits all enemies, jo. So. So. Ja, wir haben einfach keinen Schaden mehr. Komm, wir versuchen es nochmal. Jetzt. Ja, bla bla bla. Oh, jetzt muss man das immer wieder angucken. Dieses Mal machen wir es so. Ja. Nur ein DD. Oh, natürlich der, der... Obwohl, ne, Tengulus greift eh nur magisch an, das ist schon okay. Boah, Alter. Was zur Hölle, Mann. Ja, so. Healing Wave. Komm, 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 bitte. Vergifte irgendwen. Yes. Armor Break. Okay, wir müssen Tengulist jetzt, wir müssen eine Doppel-Heal-Runde machen. Alter. Ja, natürlich. So. Und alle Debuffs jetzt weg von ihm machen. So. Und hoffen, dass Kitty Cat nicht stirbt. Schneef Kitty meine ich. Ich will das Viech weg haben, ja. Yes. Jetzt müssen wir nur noch einen Acid Tempest überstehen. Oh. Ja.
Doppel-Heal-Runde. Ich muss dich leider restoren, weil du zu viele Debuffs drauf hast, Tengulis. Ja, Flamestrike. Resistet der in der Mitte eigentlich? Jawohl. Nee. Du machst. Warte mal, was macht. Was ist der in der Mitte? Der hat einfach nur ultra viel Leben, wa? Jo, er hat viel Leben. Okay. Jetzt resistet der. Machen Ice Storm mit ihm. Nicht gut. Wir müssen ihn restoren. Okay, ich könnte ihn. Eine Runde schaffen wir noch so. Oh nein. Aua. Okay. Einfach Healing Wave, würde ich sagen. Ja. Du machst nochmal Ice Storm. Wohl. Die resisten alle. Ah, die resisten Wasser, ja, deswegen. Wir hauen ihn mal aufs Maul. Kein Crit natürlich. Okay. Die Schildkröte ist weg. Der in der Mitte ist auch fast weg. Okay, ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Diese. Alter. Du restorst dich selber bitte, Alter. Oh, die haben ein Schild, scheiße. Natürlich. Komm, komm, bitte vergifte in der Mitte. Ey, Mann. Das wäre, glaube ich, tot gewesen, das Viech in der Mitte. Wie machst du mit Flamestrike? Okay, in der Mitte ist auf jeden Fall tot. Ja. Also brauchen wir nicht, den nicht angreifen. Ich will jetzt ihn eigentlich mal wegmachen, ey. Weil der hat nicht so viel. Nee, dann wir heilen erstmal. So. Dann Beating. Weil es mehr Treffer macht, den Combo-Counter höher. Oh ja.
Und ein Flamestrike reinballern. Oh ja. Leider auf dem falschen den Crit. Oh! Okay, okay. Bauen uns. Ja doch, wir heilen uns trotzdem. So, wir hauen dem aufs Maul. Der macht, glaube ich, ziemlich viel Schaden wegen dieser Stufe 8er. Charge 8, keine Ahnung. So, komm. Ja! Oh! Danke. Ich glaube, jetzt können wir Kitty auswechseln. Wir wechseln Kitty aus zu ihm und tackeln ihn. Yes. Einmal bitte Debuff. Jawohl. Okay, wir haben's. Ich will mal, wie viel Defense hat das Ding? Gar nicht mal so viel. Warum macht dann Beating Attack mehr Schaden? Ah, nimmt sich jetzt nichts, nicht viel. Aber jetzt nehmen wir das hier natürlich. Combo Counter und so. Air Sickle. Ja. Und, ja, das Ding ist tot. Ah, Alter. Sanctuary Token, jawohl. You have defeated me, you deserve my respect for that keeper. Oh, Mensch. May I have this monster back that I took from the other keeper who challenged me. Ach. Okay, Shifting kann nicht aufgehalten werden. Tschüss. Okay, wir lassen ihn einfach so entkommen, okay. Die Sonne ist immer noch verändert, ja. Kann nicht aufgehalten werden. Was wird jetzt passieren? Der ganze Sonnenpalast wird dunkel, aber das ist erst der Beginn. Alle Monster werden es spüren quasi. Ach, die Monster werden aggressiver und gefährlicher, ja geil. Koi just moved towards us. Koi! Er hat noch nicht mal einen Namen. Yeah, reunited. Er ist zur Dunkelheit geschiftet. Wo gehst du hin? Ah! Oh, der Koi hat es aufgehalten. Er hat sich geopfert anscheinend. Ja. F. Press F. Die Sonne ist immer noch geschiftet. Ja. Monster sind geschiftet wahrscheinlich. Können Monster, die in die Dunkelheit geschiftet sind, aber auch in die zum Licht geschiftet sind, treffen. Zwei Eier. Two eggs of the same kind. It's a miracle. Das sind Koi-Eggs, okay. Wir dürfen eins nehmen. Geil. There's another way to shift a monster. Okay, wir können Monster auch selber shiften. Shift Stone. Okay. Use it as you will. As we have seen today, even Dark Shadow Monster can be good.
Okay, die haben eigene andere Eigenschaften wahrscheinlich. Shifted Monster becomes more powerful, only in different ways. Okay, also die werden stärker und je nachdem, also wie stark sie werden, nee, nicht wie stark, sondern je nachdem, ob sie Licht oder Dunkelheit werden, verändern sie sich halt. Dankeschön und tschüss. Another one. Okay, wir müssen noch zum Oracle jetzt. Oder nochmal zum Caretaker und Dings da. Die Sanctuary Stones. Ups. Weiterholen. Haben wir. Ach nee. Ach, wir haben einen Koi bekommen, ne? Koi! Hallo! Kleiner Koi. Nicht Koi, sondern Oi. So schlecht mit Namen. Oh Mann. Raupi. Du sollst mal. Ist hier noch irgendwas für. Ich weiß nicht, was Charge Stacks sind, aber wir nehmen es jetzt einfach mal. Du, genau. Chill Debuff. To a random enemy. Und du brauchst auf jeden Fall mehr Healing Wave. So, und der Koi kann was? Aqua Blast. Tidal Wave, okay. Wasser, magischer Wasser. Nee, physisches Wasser. Physischer Wasserschaden. Ach, hier ist Magiewasser. Spectral Wave. Zu heilen, ja. Mass Restore. Removes one debuff from all allies und heilt alle. Und hier hat er normale Healing Wave. Hat er auch. Nee. Hat aber kein Single-Target Healed. Das wäre jetzt noch geil gewesen. Wäre das hier Single-Target hier gewesen, dann hätten wir den für Schniefkitty vielleicht sogar genommen. Ja, ist geil, aber ne? Na, was ist jetzt hier? Nix. Kann der schwimmen? Wir können jetzt schwimmen. Cool. Okay. Da unten können wir noch lang. Komm, das, da gehen wir jetzt noch hin. Ich dachte am Anfang, da kriegt diese, dass diese beiden Eier ein Light und ein Dark Shifted Koi sind und wir hätten uns aussuchen können, ob wir den Light oder Dark nehmen, aber anscheinend ist es nur ein ganz normaler Koi. Namens Oi. Oi! Ah, ne. Genau. Geil. Ah ja. So, was haben wir hier? Nichts. Ah. Ich hab's verstanden, glaube ich. Ah. Aber auch in diesem Spiel ist Schwimmen scheiße.
Genau, jetzt müssen wir hier einmal rum. Oh! Hoch. Ja. 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 Boah, knapp. Switch Zone, geil. Nice. Gucken, wohin wir unsere Monster shiften. Bin mal gespannt, was die dann für andere Eigenschaften bekommen. Manche kriegen dann, weiß ich nicht, mehr Magie, wenn sie dark werden oder so. Und so ein Shit. Trag uns geschwind, kleiner Koi. So, noch ein Switch Zone. Haben wir da ganz unten ist noch was. Okay. Unten rechts, das holen wir uns noch auf jeden Fall. Aua. Da, 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 da. Aber was das hier soll, weiß ich nicht. Was ist hier doch noch? Oh nein, hier ist falsch. Dieser Haken da, oder was es sein soll. Das ist aus, als ob da irgendein Orb fehlt. Also so ein Erdfeuerorb oder so. Nee, nicht hier lang. Nein, hier auch nicht lang. Oh Gott, ich habe ich gar nicht gemacht. Krass. Ach, ja, ja, ich weiß schon. Das war ja das. So. Was haben wir hier? Crystal Shard, yo. Oh, Interact. Blob Monument. An odd looking Blob Monument. There seems to be a keyhole, but none of the keys fit. Okay. Ah. Okay, das haben wir. Hä? Kann man hier rein? Nee. Hä? Jo, geil. Ah, jetzt geht's wieder. Hä? Was ist mit dem hier? Oh, ah. Wow. Ah, in der Truhe ist dann wahrscheinlich der Schlüssel drin. Oder? Nope. Aber trotzdem was Gutes. Nee. Wer hat denn Vital Ring plus 3? Hast du... Der hat so schon 3000 Leben, Alter. Was machen wir? Ich weiß. Nein. Ah, okay, warte mal. Der Shiftstone, den benutzen wir bei normalen Monstern und können uns dann aussuchen, ob Licht oder Dunkelheit. Und der Switch Zone, den können wir auf entweder Licht oder Dunkelheit
Monster anwenden. Und das switcht das Monster dann. Glaube ich. Ich möchte jetzt einmal hier hin. Mit unserem kleinen Freund Oi. Yippie! Wow. Hier hätte man nämlich, das habe ich beim Schneiden gesehen, ne, hätte man auch so hier hochgekonnt, ohne Oi. Ne? Hab ich nicht gerallt. Aber jetzt brauchen wir Oi. Hallo. Könnt ihr bitte, danke. Shiftstone, nice. Ach, shit. Feuer, okay. Easy. So. Den Kampf machen wir noch. Ah, sie hat, Raupi hat, Scheiße, Feuerschild. Ach komm, wir hauen einfach rauf. Was ist da los, ey? Jetzt hat sie Charge Stacks bekommen. Aber ich weiß nicht, was es macht. Wie gesagt, mehr Schaden oder so vielleicht? Aha! Alles gemisst außer einer. Increase damage of the next attack by 3%. Okay. Machen wir doch nochmal. Das heißt 15% im Moment. Mal so. Leider bringt es halt bei ihr nicht so viel, aber gut. Ne? Kritten mal alle weg. Yes. So, du müsstest jetzt viel mehr Schaden machen. 30% mehr Schaden. Okay, das... ich sag mal, auf Raupi ist das schon geil. Weil dann haben wir auf ihr noch ein bisschen mehr Schaden, ne? Und nicht nur die Debuffs. Okay, wir müssen jetzt zum Orakel. Oder sollen, aber das... machen wir nächste Folge. So. Wir donaten noch jetzt Eier hier. Ei. Danke. Jo, haben wir beides schon. Und jetzt kriegen wir die nächste. Jo. Jawohl. Combo Potion. 3000 kriegen wir jetzt was. Okay. Ja, nice. Ein Fail, aber in Zukunft wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nur mit einem DD und unserem Tank und einem Supporter in die Keeper-Kämpfe. Das ist anders, das ist echt krass. Aber so lernt man, ne? Jo, nächstes Mal gehen wir dann zum Orakel und zum Caretaker. Da sollten wir hin, laut unserem Wolf, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Wahrscheinlich nach Osten, an den Strand oder so. Und wir shiften Monster. Jo. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.